Also ich würde gerne, eigentlich bräuchte es dann im Restaurant gar kein Menü mehr geben, sondern du kannst direkt dir die Karte anschauen auf dem Handy und dann kannst du einfach nur einen Knopf drücken und die Bestellung geht direkt durch und zahlen kannst du damit natürlich auch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eventuell noch Richtung dem ganzen medizinischen Apparat weiterentwickelt, dass man eben mobil zu Hause oder wenn man sich irgendwo verletzt hat, das sofort analysieren kann. Und vielleicht noch mehr Richtung grüne Technologie, aber ist wahrscheinlich schon alles am Kommen. Zukunft ist Computer meistens. Ich könnte mir vorstellen, dass heutzutage oder in Zukunft mit Smartphones dreidimensionale Bilder und Videos so aufgenommen werden können, dass sie auf einem HD-Fernseher mit 3D wiedergegeben werden können und die Qualität noch besser wird. We hope a 3D-Video. Wenn man früh aufsteht oder geweckt wird vom Handy, dass man, wenn man die Taste betätigt, dass die Kaffeemaschine angeht. Dass man zum Beispiel über Handy einschalten kann, eine bestimmte Fernsehsendung aufnehmen. Telefonieren muss man damit nicht mehr können. Nee, Quatsch. Karl der Kleine aus Aachen stellt sich die Telekommunikation noch sehr ausbaufähig vor. Es kann noch sehr viel geboten werden, in jeder Fachrichtung. Ich gehe jetzt einkaufen und dann ich war vorher nicht zu Hause und dass ich dann automatisch zu meinem Kühlschrank, wo schon eine Kamera drin ist, reinschalte und dann sehe ich, was in meinem Kühlschrank drin ist und dann weiß ich, was ich noch einkaufen muss. Das ist doch toll, oder? Da weiß ich, was ich einkaufen kann.